Stefan Ruppert von der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Warum fallen diese Debatten von manchem Teilnehmer immer gleich aus? Warum kanalisieren wir Antisemitismus derart, dass wir ihn nur von einer Seite sichtbar machen, anstatt zu sagen, es ist ein Phänomen, das es in der gesamten Gesellschaft gibt? Warum, Frau von Storch, haben Sie die Chance verpasst, auf alle Facetten des Antisemitismus in dieser Debatte hinzuweisen? Der Historiker Norbert Frei hat über Vergangenheitspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Er hat dokumentiert, dass uns vieles in Deutschland gelungen ist. Es ist uns gelungen, die Westbindung, die Demokratie, Grundrechte zu verankern und unverrückbar zu machen. Es ist uns gelungen, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Was es uns nicht gelungen ist, ist das Phänomen des Antisemitismus aus der deutschen Gesellschaft endgültig zu verbannen. Ich glaube, wir werden akzeptieren müssen, dass es eine Aufgabe ist, der wir uns nicht nur heute und morgen, sondern noch in vielen Jahren stellen müssen. Antisemitismus kommt zuerst von rechts, und da haben Sie ein etwas janusköpfiges Gesicht. Sie schauen blind in die eigenen Reihen, aber mit einseitiger Anklage auf Zuwanderer. Ich will nicht verhehlen, dass es dieses Problem des Antisemitismus gibt. Wir haben es hier leider live erleben müssen. Ich will aber auch sagen, Antisemitismus ist leider tiefer verwurzelt, als dass man ihn einzelnen gesellschaftlichen Strömungen oder politischen Meinungen zuordnen kann. Wir alle waren schon Zeugen von sekundärem Antisemitismus. Wir alle haben schon erlebt, dass die ein oder andere mehr oder weniger subtile Bemerkung geäußert wurde. Und wir alle sind aufgefordert, uns solchen Phänomenen als Zivilgesellschaft entgegenzustellen. Das Instrument des Beauftragten ist ambivalent. Ich begrüße es im Ergebnis. Es darf aber keine Beauftragung sein, die den Beauftragenden seines Auftrags entledigt, sondern es muss eine Beauftragung sein an einen Menschen, der sich als Koordinator, als Verstärker zivilgesellschaftlicher Initiativen versteht, an einen Menschen, der die vielfältigen Initiativen im Islam, im Christentum, in der Zivilgesellschaft aufnimmt und verstärkt. Wir können diese Aufgabe nicht an einen Beauftragten delegieren, sondern richtig verstanden muss er uns in dieser Wahrnehmung dieser Aufgabe stärken. Am Ende will ich noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mir auch wichtig ist. Der Historiker und Ausstellungsmacher Dimitri Belkin hat eine wunderbare Ausstellung im Frankfurter Jüdischen Museum gemacht, wo er auch auf linken Antisemitismus hinweist. Vor einigen Jahren, als wir zuletzt diesem Haus angehören durften, wir haben ja einen Bildungsurlaub eingelegt, haben wir gemeinsame Anstrengungen unternommen, in einem Antisemitismusbericht dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Und ich muss sagen, mich hat auch immer überzeugt, wie die Kollegin Pau etwa diese Arbeit mit unterstützt hat. Also es gibt eine breite Allianz im Parlament, die sich für diese Aufgaben einsetzt. Jüdisches Leben ist für uns Freie Demokraten, die wir eine vielfältige Gesellschaft schätzen, ein unverzichtbarer Bestandteil. Das Existenzrecht Israels, jüdisches Leben in Deutschland sind für uns Aspekte, vor die wir immer uns schützend stellen werden. Es ist aber auch schön zu sehen, dass Juden mittlerweile diese Gesellschaft aktiv mitgestalten. Sie sind wieder vielfältig und an vielen Orten in Deutschland sichtbar. Welche Freude, kann man da nur zu sagen. An Ihrer Seite wollen wir stehen und dafür sorgen, dass dies so bleiben kann. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Vizepräsidentin.